Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, so wie es aussieht, wollen sie immer noch keine Treppen machen. Sie stehen auf jeden Fall lieber jetzt erstmal hier rum. Also ja, es wäre wirklich schön, wenn sie Treppen machen würden. Und es wäre schön, wenn du aufräumen würdest. Jetzt muss ich ihnen schon wieder Dauerbefehle geben, weil sie nicht das machen, was ich will. So. Kommt schon, irgendeiner von euch könnte ja mal die Treppe weiterbauen. Wie sieht's bei den Jungs hier aus? Die füllen fleißig, okay. Ich weiß echt nicht. Ich weiß echt nicht, was die für Probleme haben. Ach Mensch, kommt doch. Oh, sie haben das eine Stück zur Treppe gemacht. Juppie. Sie sind manchmal doch etwas intelligenter als angenommen. Ach, was ist das jetzt schon wieder? Rosalind. Bestia, komm mal her. Du darfst Rosalinds Zeug wegräumen.
hier noch mehr rum. Du kannst das hier ruhig einsacken, so. Sieht schon wieder richtig Schweizer Käsemäßig aus, was die hier produzieren. Wie geht das? Wie haben sie das geschafft? Stand da hier und hat es geschafft, so diagonal den Block abzubauen, oder was? Oh, hier sieht es schön aus. Dann machen wir es gleich wieder unschön, indem wir es ein Stück nach da verschieben. Und schon wieder liegen da Steine rum, die ich einsammeln muss. Einsammeln lassen muss. Oder auch nicht. Ihr könntet langsam auch mal die Treppe weitermachen. Wenn ihr es schon geschafft habt, da oben das Stück Treppe zu machen, dann solltet ihr es auch hinkriegen, die Treppe zu machen. Vor allem, sonst sind sie ja auch immer so schnell dabei, eine Treppe zu machen. Keine Ahnung, warum sie es jetzt nicht mehr machen wollen. Ich meine, ich habe in den Settings nichts verstellt oder so, was das auslösen könnte. Da liegt schon wieder ein Stein rum. Warum? Also, du bist jetzt voll. Dann sammel du bitte
die überschüssigen Steine hier ein. Guckt euch mal an, was für ein Schweizer Käse die schon wieder gemacht haben. Hier sind Löcher. Hier sind Löcher. Wehe dir, Novon. Hier oben sind schon Löcher. Noch haben wir genug Platz für Steine. Stehen sie echt da und müssen rumüberlegen. Und jetzt liegt wieder ein Haufen Zeug rum. Wir fragen uns warum. Was war das jetzt? Also habt ihr gerade Chippo gesehen, wie er da einmal rum ist, um den Block unter sich abzubauen? Crazy. Einfach nur crazy. Bis jetzt weigern sie sich immer noch effektiv, die Treppe weiterzumachen, weil sie einfach die andere Treppe nehmen. Auch wenn sie hier oben ein Stück Treppe gemacht haben. Mann, Mann.
Oh, sehr schön. Wir können jetzt das um eins noch verschieben und dann können Sie das in Ruhe auffüllen. Wenn Sie das fast voll haben, planen wir als nächstes das Schmale. Und wieder liegen Steine rum. Tuppel, die kannst du gerade mal aufräumen. Wieder ganze 10 Stück. Gott, haben die jetzt da einen Schweizer Käse draus gemacht, ey. Da bricht man sich doch alle Haxen hier. Ja, und keiner will die Treppe machen. Bäh. Dafür füllen die fleißig auf. Ernsthaft, du hoppst da runter, du ignorierst einfach die Treppe. Komm, Bestia, du stehst schon daneben. Nein, er läuft weg. Menno, mach doch die Treppe weiter. Brauchen tut ihr sie ja scheinbar nicht, aber trotzdem. Und ich wäre echt froh, wenn es mal wieder hell werden würde.